es hier voll ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele nebenan bei John McEnroe sind, der sein Spiel gegen Aaron Krickstein begonnen hat. Auch er ist natürlich sehr populär hier. Könnte ein absoluter Rekordtag in der Geschichte dieser Australian Open werden. Am letzten Sonntag wurden 18.000 Personen hier auf der Anlage gezählt. Das war Rekord für diese Meisterschaften, Tagesrekord. Und alle bisherigen Zahlen deuten darauf hin, dass man auch einen neuen Gesamtrekord weit über 250.000 Zuschauer hier während dieser 14 Tage gezählt haben wird. 30-0 Cash. Cash jetzt sehr souverän, hat ganz deutlich Oberwasser bekommen nach dem gelungenen Rebreak. Und jetzt also 40-0. Spielbälle zum 4-3 im ersten Satz. Das ist der Mann, der die meiste Fanpost bekommt, weltweit. Allein bei der Spielergewerkschaft ATP gehen tausende von Briefe ein. Und man sagt, etwa 90% Game Cash gehen an die Adresse von Stefan Edberg. Hier 3 also für den Australier, der hier im Vorjahr im Finale stand, einem 4-Stunden-Match gegen Mats Wilander verloren hat. Davor das Finale gegen Edberg verloren. Cat Cash hat, obwohl er der beste Australier seit Jahren ist, nur einen Grand Slam Titel gewonnen und das war der von Wimbledon 1987. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich natürlich auch nach Mark Edmondson 1976 war das, am 2. Januar mal wieder als Australier in die Siegerliste dieser Australian Open einschreiben möchte. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Time. Achtelfinale heute. Und der Gegner eben kein geringerer als der Weltranglistenfünfte Stefan Edberg. Auf den Sieger dieses Spiels wartet übrigens der Österreicher Thomas Muster, der sich in 3 Sätzen 6-3, 6-2, 7-5 gegen Magnus Gustafsson, einen ungesetzten Schweden aus Göteborg, durchgesetzt hat. Quiet, please. Also Muster. Thank you. Im Viertelfinale. Erwartet auf Cash oder Edberg. 4-3 Führung für Pat Cash und Stefan Edberg hat mit 9 Bällen Aufschlag. Fußfehler. Schwäche von Edberg. Macht er häufig. 15 love. Allerdings wird es nicht immer geahndet.
nicht auf die Linie, sondern er springt praktisch ins Feld und steht schon mit dem linken Fuß, bevor er den Ball schlägt. First serve. Und dann beide. Mit der Maus. 30-15 für den Schweden. Also ich glaube, da gibt es keine Zweifel jetzt. Aber deutlich im Aus. Grundlinienduell, zweier Surf- und Volley-Spieler. Und das gewinnt der Schwede. Hier sehen wir Tony Pickard, den Trainer und Coach von Stefan Edberg, ein Engländer. Edberg hat ja zwei Wohnsitze, einen in Schweden, in Västervik, seiner Heimatstadt, und natürlich in London. First serve. Auch aus steuerlichen Gründen, aber in den Trainingsphasen hat er natürlich kurze Wege, um sich mit Tony Pickard zusammenzuschalten. Gabe Medberg. 15. Four games all. Jetzt geht dieser erste Satz so langsam in die vorentscheidende Phase. Die Zeit des Abtastens, des Überprüfens des Gegners dürfte langsam abgeschlossen sein. Vier beide. Und Chad Cash hat Aufschlag. Teen love. Hey! First serve. Netz und gerade noch auf die Linie. Wiederholung also des ersten Aufschlages. Out. 15 all. Ja, ziemlich späte Entscheidung des Linienrichters, aber Richard Kaufmann, der amerikanische Schiedsrichter aus Seattle, hat das mitverfolgt. Der Ball war also aus. Fünf sind beide.
15:30. Der Trainer von Pat Cash, zu dem er bei seinem Wimbledon-Sieg hochkrabbelte, über die Kabine der BBC. Da haben die meisten wahrscheinlich noch vor Augen. Erneut Fehler beim Volley. 30-40. Und das hier ist eine kritische Phase für Pat Cash. Spielball für Edberg. Verschenkter Volley, kann man sagen. Spielball für Edberg zum 5-4. Game, Edberg. Doppelfehler Nummer 5. Beschert Stefan Edberg das 5-4. Edberg leads 5 games to 4. Break vor. Und nach Seitenwechsel hat es der Schwede natürlich auf dem Schläger diesen ersten Satz, der sicherlich wegweisend sein wird. Nach Hause spielen. Mit seinem Spiel in dieser Phase nicht zufrieden, Pat Cash kann er auch nicht, hat schwach angefangen. Dann das Spiel im Verlaufe des Satzes stabilisiert, aber jetzt erneut diese kleine Schwächeperiode. Im Hintergrund hören Sie Richard Kaufmann, den Schiedsrichter, spricht mit einem Linienrichter über die Bedienung der Time, des Zyklopen, des magischen Auges, und über den Netzrichter, der seine Seats Hand quickly, aufs Netz legen soll oder nicht drauflegen soll. Die Jungs kommen natürlich aus Schweden, das sieht man, als Wikinger getarnt hier. Schweden sorgen ja für Stimmung hier bei diesem Turnier. 15 seconds. Auch direkt vor meiner Kabine hier sitzen etwa 20 Schweden, die mir dann und wann wild gestikulierend den Blick über den Monitor hinaus auf das Spielfeld versperren. Thank you. Volles Haus bei diesem Achtelfinale zwischen Pat Cash und Stefan Edberg. Die Schwede hat 5-4 im ersten Satz und Aufschlag. Und 15-0. Leicht und locker. 30-love. Cash macht einen etwas konsternierten Eindruck. Jetzt habe er diesen Satz schon abgeschrieben. 30-0, zwei Punkte braucht der Schwede noch.
Wollte als Stop spielen. 40 Love. Gravierende Fehler beim Volley, sonst natürlich eine der Stärken von Pat Cash. 40-0. Quiet, please. Und nach 37 Minuten hat also Stefan Edberg, der Wimbledon-Sieger, dreimal Satzball. Game. First set. Überhaupt keine Edberg. Mühe für den Schweden. 6-4 für Stefan Edberg im ersten Satz. Keep your seats, please. Not a changeover. Thank you. Mal sehen, was Pat Cash jetzt, wenn er den zweiten Satz eröffnet, zu bieten hat. Love 15. Nicht viel mehr. Erneut Doppelfehler des Australiers. Ist jetzt bei 6 angelangt. Love 30. Second serve. 15:30. Nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Aufschlag. Hello. 15:40. Wieder Doppelfehler. Sowas kann natürlich auch einen Pat Cash völlig aus der Bahn werfen. Da wo er sonst Asse schlägt, macht er heute bisher jedenfalls Doppelfehler. Game at Bird. First game, second set. So gewinnt man natürlich nicht die Australian Open und auch kein Achtelfinale gegen Stefan Edberg. Erneut schenkt Pat Cash also seinem Gegner das erste Spiel im Satz mit Serien von Doppelfehlern. Die totale Parallele zum Auftakt dieses Matches. Solche Geschenke kann man natürlich dankbar annehmen. Wir sind wieder zurück hier auf den Center Court gekehrt. Stefan Edberg hat Führung und Aufschlag. Hier sieht man deutlich, wie schnell Edberg nach vorne kommt. Gute Fußarbeit. 15-0.
Hat der Wegkehrst jetzt lustlos? 30 log. Ich glaube, diesmal macht er es nicht mit Absicht, wie gegen Richie Renneberg oder Jeremy Bates. Gegen Edberg darf man nichts verschenken. First serve. Der kommt zu kurz, ja. 40, 15. Herzlich 15 also für Edberg. Spielball zum 2-0 im zweiten Satz. Game, Edberg. Kaum Gegenwehr jetzt im Moment und jetzt wirft auch Pat Cash seinen Schläger wütend weg. Edberg leads 2 games to love. Code violation, abusive racket, warning Mr. Cash. Da kommt die Strafe prompt gegen den Benimmcode, gegen die Benimmregeln verstoßen. Jetzt sagt der Richard Kaufmann auch noch ein paar freundliche Worte. Das haben wir leider oder ich glaube Gott sei Dank nicht verstehen können. Auf jeden Fall Verwarnung für Pat Cash wegen Missbrauch des Schlägers. Er steht heute Abend dann wieder auf der Liste $500 Strafe. Oh. 6-4, 2-0 Edberg. Cash schlägt auf. Love 15. Nichts geht im Moment. Love 30. 0:30. Eine unbestechliche Statistik. Viele ohne Not. 12. Quiet, please. Bei Cash und einer war das bei Edberg. Eine ausgeglichene Statistik. Meines Erachtens nichts Relevantes, nichts mit Tennissport zu tun hat. 15:30. Hier sieht man die Markierungen, die die Bälle hinterlassen. Aus diesem Gemisch Kunststoff Gummiasphalt. Nicht so hart wie die Betonplätze, die Zementplätze in den USA. Typisches Bild, symptomatisch. 15:40. Pat Cash verliert die Kontrolle über seinen Schläger, über sein Spiel. Hier sehen wir es jetzt gleich, da verliert er seinen Schläger, der springt hoch von diesem Kunststoffboden. Dann steht er lustlos da. Nach dem Motto, vielleicht geht der Ball ja auf den Schläger. Aber da lässt Edberg natürlich nichts anbrennen. Erneut also die Chance zum Break in diesem zweiten Satz.
30, 40. Nur noch 30, 40. Ja, genau an der langen Linie entlang. Besonders bei den Schweden Riesenjubel. 13-0 Führung. Und aus Sicht der Australier scheint sich dieses Match jedenfalls bisher nach knapp einer Stunde so etwas wie zu einem Antiklimax zu entwickeln. Pat Cash völlig von der Rolle durch seine Serien von Doppelfehlern, Fehlern beim Volley. Und sicherlich, glaube ich, jetzt das größte Problem, Fehler in der Konzentration und in der Motivation. Publikum kann ihm da vielleicht ein bisschen helfen, aber die stehen auch nicht alle hinter ihm. Da muss er sich selbst herausspielen aus diesem Loch, in das er sich da gerade eingegraben hat. Yeah, 6-4, 3-0 also für Stefan Edberg. Time. Gut gespielt hat bisher. Ganz, ganz wenige Fehler nur gemacht hat. Weitgehend Seats von quickly, den Fehlern von der bisher schwachen Vorstellung des Australiers leben. Auch für Stefan Edberg, auch wenn er jetzt ziemlich deutlich führt, bis hin zu einem Sieg über drei Gewinnsätze geht es ja hier. Da hat er nicht mehr als die Hälfte bisher herausgespielt. Solche Best-of-Five-Matches haben ja eigene Regeln. 15 love. Allerdings spricht im Moment nicht viel für Pat Cash. So ein bisschen erinnert mich diese Partie an das gestrige Spiel von Boris Becker gegen einen Schweden, gegen Jonas Svensson. Kam der Boris nach ausgeglichenem ersten Satz eigentlich auch nie so richtig ins Match hinein. Ähnlich scheint es Pat Cash zu gehen. Konnte man fast ahnen, der springt zu hoch ab, der kam zu lang. Solche Chance lässt sich dann Cash nicht entgehen. Game, Edberg. Edberg 4-0 für Stefan Edberg. Dennoch ein sicheres Aufschlagspiel für den Schweden. Der hier
Visier, wenn er quiet, please. Thank you. Erneut unter die letzten vier kommen sollte in der Weltrangliste, wohl an Boris Becker wieder vorbeizieht. Grad auf dem Platz. Der Wetterbericht aus dem sommerlichen Australien. 15. Hier noch einmal ein Blick auf Ian Barkley, den Trainer von Pat Cash, der da gar nicht mehr zuschauen mag, scheint es. Love 30. Die Serie der Doppelfehler reißt nicht ab. 9 inzwischen, nur 2 bei Stefan Edberg. Why, please. 0:30, jetzt droht sogar das 0:5 in diesem zweiten Satz. Love 40. Das ist wenig, 38% nur des ersten Aufschlages ins Feld gebracht. Oh. 15, 40. Einer der ganz wenigen Fehler bisher des Schweden. Aber bei 15:40. Stefan Edberg natürlich nach wie vor die Chance zum 5-0 im zweiten Satz. Game, Edberg. Kommt einfach nicht zurecht mit sich. Edberg leads 5 games to love. Es gleicht jetzt einer Abfuhr. Aber weniger durch den Schweden, der gut spielt, fehlerfrei spielt, als mehr eine Abfuhr durch sich selbst. 5-0 Führung für Stefan Edberg im zweiten Satz. 3 Breaks vor. Er zweifelt daran, dass der Schwede auch diesen zweiten Satz gewinnen wird. Und im Publikum wird natürlich jetzt erregt diskutiert, was ist eigentlich mit Pat Cash heute los? Nicht viel kann die Antwort nur lauten. Zurück zum Center Court. Edberg serviert für den zweiten Satz. 5-0 Führung. Love 15. Geht aus. 15 all. First serve. 30, 15.
20:15, noch 2 Punkte zum Satzgewinn. Da spielt Cash gar nicht mehr richtig mit. 30 all. Auch wenn er hier durch eine Nachlässigkeit von Edberg zum Punkt kommt, 30 beide. Also Satzball für Stefan Edberg. Dieser zweite Satz scheint in Rekordzeit zu Ende zu gehen. 20 Minuten nur gespielt. Und aus. Game, second set, Edberg, 6 games in love. Ball change. Deutliche, überdeutliche Führung für den Schweden, 6-4, 6-0. 2-0 Führung in den Sätzen. Jetzt müssen die Australier, die Fans von Pat Cashin, auf ein kleines Wunder hoffen. Denn gegen den amtierenden Wimbledon-Sieger 0-2 Satzrückstand aufzuholen, dazu gehört einiges. Wir werden miterleben, ob Pat Cash diesen dritten Satz jetzt ähnlich schwach eröffnet wie die Sätze 1 und 2. Also jeweils 3 Doppelfehler macht. Love 15. Erste Pfiffe jetzt auch für das Sportidol Australiens. Ein wilder Mann. Geliebt oder gehasst. Kann man schon fast sagen. Besonders wenn man an einige Kollegen in der Presse denkt. Denn Interviews mit Pat Cash, die gibt es nicht. Da bekommt man als Pressemann in Australien den Finger gezeigt. Love 30. Droht natürlich eine Situation, die die Luft völlig aus diesem Match herauslassen würde. Wenn Pat Cash wieder seinen Aufschlag verlieren würde, 0:30 steht es. Love 40. 0:40 mit Doppelfehler, dem 10. insgesamt. Quiet, please. Game, Edberg. First game, third set. Da ist es passiert. Erneutes Break zum Satzbeginn. Ich glaube, wenn nicht ganz was Entscheidendes bei Pat Cash passiert, dann geht dieses Match schnell zu Ende. Pat Cash wieder tief vergraben in das Handtuch. Sitzt da. Vielleicht ist es auch die Armverletzung, aber im Grunde habe ich vom Tempo und von der Härte her bei seinem ersten Aufschlag nichts bemerken können, nichts Nachteiliges. Pat Cash hat ja im Vorfeld dieser Meisterschaften von Australien in Adelaide ein Schaukampfturnier, richtiger gesagt, bestritten und hat dann im Finale im ersten Satz beim Stande von 6 beide aufgegeben, weil er im rechten Arm Schmerzen hatte, im Ellenbogenbereich. Aber
Das scheint hier und heute nicht der Grund zu sein. Außerdem soll nur spielen, wer gesund ist, meine ich. Ansonsten, da es immer noch Sport ist hier, sollte man auf einen Start verzichten. Stefan Edberg, bereits wieder an der Grundlinie, fertig zum Aufschlag. Und Fat Cash nimmt die gesamten 90 Sekunden, die ihm hier beim Seitenwechsel zur Verfügung stehen. 6-4, 6-0 und 1-0 Break vor im dritten Satz. Quiet, please. Und der Schwede schlägt auf. Love 15. Vielleicht die letzte Chance für Cash, ins Match zu kommen. Bewegt sich kaum noch richtig, stellt sich nicht richtig. Auch nicht hinter diese Rückhand. Dann gehen solche Möglichkeiten, hier vielleicht ein 0,40 zu haben, Chance zum Rebreak, einfach dahin. Also doch 15,40 nach diesem guten Vorhand-Passierschlag. Quiet, please. Die letzte Chance für Pat Cash. Großes Fragezeichen. 30,40. Erste der Habenseite von Stefan Edberg. Und das sind die Big Points, die großen, die wichtigen Punkte. Da kommt Edberg zum ersten Mal in eine kleine kritische Situation. Breakchance des Gegners und dann schlägt man einen ab. Eindeutig ein Beweis dafür, dass Edberg, der Schwede, den Überblick nicht verloren hat. Advantage, Edberg. Game. Und gleich noch ein Ass drauf. Edberg leads 2 games to love. Hier eben eine Parallele zum gestrigen Spiel von Boris Becker, der im dritten Satz auch noch mal eine Chance gegen Svensson zum Rebreak hatte, um wieder oder überhaupt zum ersten Mal ins Match hineinzukommen. Becker hat diese Chance, genau wie Cash, eben diese zwei Möglichkeiten vertan. 2-0 also für Edberg im dritten Satz. 15 love. Yeah.
30 low. Nichts Neues also. Erneut Doppelfehler, der 11. Besonders hart, dieser Aufschlag von Cash, und da hat natürlich der Schwede Zeit, mal mit der Vorhand gut zu retournieren. 30 beide. Game cash. Edberg leads 2-1. Nur noch 2-1 für Edberg, aber das Nur ist eigentlich falsch, wenn ich das sage. Er hat natürlich Break vor, schlägt nach Seitenwechsel dann auf. Ja, Pat Cash tief in sich zusammengesunken. Sicherlich ein Tiefpunkt, wenn das Spiel so weitergehen sollte in seiner Laufbahn. Ballboy. Ballboy. Lebt er mit einer Norwegerin zusammen, hier in Melbourne und in London, mit Ann-Britt Christiansen. Typisch Mann steht da. Ich weiß nicht, was man damit sagen will. Vielleicht eine Anspielung auf das, was Pat Cash vor über einem Jahr über Damen-Tennis gesagt hat. Mit Ann-Britt Christiansen, einer Norwegerin, zusammen. Der Sohn Daniel Patrick Cash, 3 Jahre alt, vor einem Dreivierteljahr. Time. Seine Tochter dazugekommen. Das ist sie nicht. Seats quickly, please. Wilde Anfeuerungsversuche jetzt im Lager von Pat Cash, um ihn zu motivieren, ihn wach zu rütteln, vielleicht doch noch eine Wende in dieses Match gegen Stefan Edberg zu bringen. Thank you. Aber der Spielstand sagt alles, 6-4, 6-0, 2-1 für den Schweden, der darüber hinaus auch noch Aufschlag hat. Edberg kann das also auch. Ist ja auch bekannt dafür, dass er häufig Doppelfehler macht, gerade in Spielen gegen Boris Becker, und ganze Matches sogar mit Doppelfehler verliert. Aber ich glaube, das ist eine eigene Geschichte. Die Geschichte Edberg-Becker. Heute wird das für die Geschichte zwischen Edberg und Cash um ein Kapitel angereichert. 15-30. Zweiter Doppelfehler in Folge. 15-30. Jetzt wird doch Edberg nicht etwa Angst vorm Gewinnen haben. So
sowas kann man sich natürlich schnell von der Rolle bringen. Beim Gegner ins Spiel bringen. Aber es war keine Absicht, dass da eben der Ball auf den Mann gespielt wurde. Dirk muss sich hier gleich ganz, ganz lang machen. Zieht den Ball kurz übers Netz, entschuldigt sich auch gleich. Aber da konnte er den Ball nun wirklich nicht mehr steuern. Hat er froh sein, an den Ball herangekommen zu sein. Weiß ich beide. Ein bisschen indigniert, ein bisschen lustlos, der beste Tennisspieler Australiens. Erzberg hat also Spielball zum 3-1 im dritten Satz. Game, Edberg. Edberg leads 3-1. Quiet, please. Thank you. First serve. Kaum ein erster Aufschlag gelingt dem Australier. Love. Quiet, please. Das konnte man schon sehen, das haben Sie auch an der Reaktion des Publikums gehört. 30-15. Nur noch 30-15. Also bewegt er sich nicht schnell genug. Steht dann natürlich auch nicht richtig zum Ball. Und diesen Volley zu tief mit der Rückhand macht logischerweise den Fehler. 30-0 ist also 30 beide geworden. Day 30.
game cat. Verkürzt auf 2-3. Aber der Schwede Edward hat nach wie vor einen Break vor. Die beiden standen sich in Stockholm, der schwedischen Hauptstadt, 1986 zum ersten Mal gegenüber. Bei dieser Premiere gewann damals Stefan Edberg. Dann gab es wenige Wochen später hier in Melbourne, auf Rasen allerdings, in Kooyong, das Davis Cup Finale. Da gewann Cash in drei Sätzen, 13-11, 13-11, 6-4. Dann war wieder Edberg dran, das war vor 2 Jahren hier im Finale bei diesen Australian Open, ebenfalls noch auf Rasen in Kooyong. Über 5 Sätze ging dieses Finale. Fast ein Klassiker. Time. Oder ein Klassiker. Ohne das Fass. 2-0 Satzführung für Edberg. Gewann Cash damals die Sätze 3 und 4. Und alles sprach in der mörderischen Hitze von Kooyong für den Australier. Aber Edberg gewann den 5. Satz 6-3. Dann 1987 in Queens. Im Juni war wieder Cash an der Reihe. Zweimal im Tiebreak auf Rasen gewonnen, beim Vorturnier von Wimbledon und dann beim Masters-Turnier am Ende des Jahres 87 gewann Edberg. Die beiden haben sich also ein Jahr lang nicht getroffen. 3-2, diese Statistik für den Schweden. Ich habe das Gefühl, er gewinnt auch heute hier zum 4. Mal gegen Pat Cash. Denn Stefan Edberg hat 2-0 Satzführung, 6-4, 6-0, 3-2 Aufschlag und 15-0. Quiet, please. Beschimpft, bespricht seinen Schläger. Also Schläger ist natürlich nur der verlängerte Arm. Und der wird vom Kopf aus gesteuert. 30-15. Sehr konzentriert, Edberg jetzt. 40-15. Perfektes Surf und Volley spielen. Game, Edberg. 4-2 für den Schweden. Edberg leads 4-2. Wenn Sie diese bunten Gesichter immer sehen hier, das ist nicht nur ein Gag. Man macht sich einen Gag, aber man gehorcht ein bisschen der Not. Denn es ist ratsam hier, angesichts der starken stechenden Sonne, sich eine Zinkcreme auf die Nase, auf die Lippen und auch auf die Ohrläppchen zu schmieren, hier im Süden Australiens. Und diese Zinkcreme gibt es eben in den unterschiedlichsten Farben und die schwedischen Fans haben sich seit vielen Jahren immer einen Spaß daraus gemacht, die Farben blau und gelb zu wählen.
Love 15. Love 30. Da sieht Cash nahezu hilflos aus. Angefangen beim Aufschlag. 0,30. Läuft der Australier Gefahr, dieses Match endgültig zu verlieren. Love 40. 0,40. Drei Spielbälle für Edberg zum 5-2. Und das, glaube ich, wäre schon fast die Entscheidung. First serve. Game, Edberg. Erneutes Break also. Edberg leads five games. Schweden gegen einen lustlos, unkonzentriert, schwach spielenden Pat Cash, der sich sicherlich gemeinsam mit seinen australischen Landsleuten etwas ganz anderes versprochen hatte von diesem Achtelfinale gegen seinen Nachfolger in Wimbledon, gegen Stefan Edberg. Aber jetzt bei 6-4, 6-0, 5-2 Führung und Aufschlag Edberg spricht eigentlich nichts mehr für den Australier, der hier enttäuschend gespielt hat. Enttäuschend für seine Fans, enttäuschend für sich selbst. Wenn ich das sage, will ich damit nichts von seinem Gegner wegnehmen, von Stefan Edberg, der bis auf wenige Ausnahmen fehlerfrei gespielt hat, so wie Jonas Svensson gestern gegen Boris Becker. Möglicherweise wahrscheinlich das letzte Spiel. Und Stefan Edberg hat Aufschlag. Im Gesicht von Cash kann man nichts Neues entdecken. Second serve. Ein Ass. Da fängt Cash jetzt nochmal an zu streiten mit dem Linienrichter. Das übersetze ich ihm besser nicht. Sein, dass er für diese Bemerkung zum Linienrichter nicht eine weitere Strafe von Richard Kaufmann aufgebrummt bekommt. Noch ein Ass. 30-15. Two points away. Noch zwei Punkte braucht der Schwede. Dann steht er im Viertelfinale, in dem er auf Thomas Muster aus Österreich treffen wird. Scheint sich jetzt Stefan Edberg den Fuß vertreten zu haben. Was ist jetzt passiert?
Was ist jetzt passiert? Nimmt Verletzungspause. Was ist jetzt passiert? Das ist ja eine ganz dramatische Entwicklung. 2 Punkte vorm Spiel. Rückenbeschwerden, Bandscheibe. Der Arzt kommt. 5 Minuten hat Stefan Edberg, um sich hier behandeln zu lassen. Das wäre ja das Allergrößte. Injury Timeout. Das beim Aufschlag passiert vielleicht. Ganz offensichtlich Probleme mit dem Rücken. Das wäre ja bitter, wenn Stefan Edberg jetzt aufgeben müsste, nachdem er eigentlich so gut wie sicher unter den letzten 8 steht. Ganz offensichtlich Beschwerden mit der Wirbelsäule. Vielleicht auch nur eine Muskelverletzung, aber das wäre bitter. Das wäre ja wirklich bitter für den Schweden, wenn er hier auf diese Art und Weise das Spiel, das er eigentlich schon gewonnen hat, verlieren würde. Hier nochmal wahrscheinlich bei dieser Ausholbewegung oder vielleicht beim ersten Schritt nach dem Aufschlag passiert. Lässt sich den Rücken vereisen, um die Schmerzen nicht zu spüren. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wenn er einen, ich sag mal, mechanischen Schaden hat, dass der dadurch davon behoben wird. Aber wird untersucht vom Turnierarzt. Noch 2 Minuten, sagt Richard Kaufmann, da dem Schweden, der sich jetzt hinsetzt, hinlegt. Aber das ist ja überhaupt nicht zu fassen, dass man sich während eines Spiels verletzen kann. Das ist immer drin. Wird jetzt ganz offensichtlich untersucht. Ich kann und will da keine Diagnose stellen, aber ich glaube, Ihnen allen, die Sie zuschauen, ist klar, dass sich das da nur um eine Verletzung im Rückenbereich handeln kann. Eine Minute hat Stefan Edberg jetzt noch, um wieder auf die Beine zu kommen. Da sind die Regeln eindeutig. Führt 6-4, 6-0, 5-2, hat Aufschlag 30-15. 2 Punkte noch mit zum Matchgewinn und zum Erreichen des Viertelfinals. Und dann passiert sowas. Sorgenvolle Blicke auch von Tony Pickard. Ja, aber was soll er machen? Das muss Stefan Edberg ganz allein entscheiden, ob er hier weiterspielen will. Ob er weiterspielen kann. Steht wieder auf. Die Fans jubeln. Er will es versuchen. Aber da muss man natürlich mal abwarten, was daraus jetzt wird. Zwei Asse könnten ihn hier über die Runde retten, aber wenn er Schmerzen hat, wird sicherlich sein Aufschlag nicht wie gewohnt kommen können. Ein Ass geschlagen, greift sich auch gleich nach dem Aufschlag an den Rücken, hat 40-15 zweimal Matchball. Unter Schmerzen jetzt ganz offensichtlich kann Stefan Edberg nach gut 1,5 Stunden dieses Achtelfinale beenden. Er hat 2x Matchball, aber er hat auch Schmerzen. Ja.
40-30. Erster Matchball vertan. Ganz offensichtlich, dass Edberg Mühe hat, nach vorn zu kommen, nach dem Aufschlag. Thank you. Ich nehme an, jetzt wird er erneut versuchen, auf Ass zu spielen, auf die Rückhand von Pat Cash beim zweiten Matchball. Der geht aus. Er gewinnt trotzdem. Aber keiner weiß, wie es weitergeht. 6-4, 6-0 und 6-2. Am Ende eine dramatische Entwicklung. Ansonsten ein schwaches Spiel von Pat Cash, der hier sang- und klanglos untergeht gegen einen erstklassig auftrumpfenden Wimbledon-Sieger, Stefan Edberg. So, damit Sie die nächste Information auch ganz richtig verstehen, sage ich Ihnen nochmals, dass die Australier 10 Stunden zeitlich voraus sind. Dort ist es jetzt 1.30 Uhr Nacht. Auch am späten Dienstagabend, also Ortszeit, war in Melbourne noch ungewiss, ob Stefan Edberg am Mittwoch zu seinem Viertelfinalspiel gegen den Österreicher Thomas Muster antreten kann. Eine erste Diagnose ergab, dass der Weltranglistenfünfte unmittelbar vor Schluss seines gewonnenen Spiels gegen Pat Cash, wir haben das gesehen, eine Muskelverletzung im unteren Rückenbereich erlitten hat. Über die Schwere der Verletzung machten die behandelnden Ärzte keine Angaben. Es hieß lediglich, Edberg sei weiter in ständiger Behandlung. Also abwarten, ob er gegen Muster antreten. Waren mehr Ärzte in seinem Hotel und auch zunächst hier auf der Anlage, vielleicht im größten Krankenhaus hier, versammelt. Man hatte große Sorgen, aber dann am Abend australischer Zeit konnte er zumindest wieder aufstehen. Es war ein bisschen besser, aber seine Chancen hier zu spielen hat er selbst nicht höher eingestuft als 10%. Heute Morgen sagte er sogar nicht einmal 10% auf dem Weg ins Krankenhaus, wo er sich einer Computertomographie unterzogen hat. Und Gott sei Dank keine Wirbelverletzung, aber eine Verspannung der Rückenmuskulatur. Und Stefan Edberg, der Wimbledon-Sieger, die Nummer 5 der Weltrangliste, der zweimalige Sieger dieser Australian Open, wird 2 Wochen pausieren müssen. Wollen wir hoffen, dass dann alles wieder in Ordnung ist. Ich glaube, die Entscheidung von ihm und auch von Tony Pickard, seinem englischen Trainer und Coach, ist richtig, denn Gesundheit geht in jedem Fall vor. Während Stefan Edberg, ich nehme an, dass Sie auch diese Bilder in Deutschland empfangen, also hier dem australischen Fernsehen noch ein Interview gibt, haben John McEnroe und Ivan Lendl unter dem Jubel des Publikums den Platz betreten. Aber es wird natürlich noch einige Minuten dauern, denn die beiden müssen sich erst noch einspielen, also Matchstart etwa in 5 bis 7 Minuten. Stefan Edberg also draußen und damit steht Thomas Muster, der an 11 gesetzte Österreicher, zum ersten Mal in einem Halbfinale bei einem Grand Slam Turnier. Thomas Muster ist auf dem Weg nach oben. Er hat jede Menge Einser im ersten Halbjahr, das bedeutet aus in der ersten Runde, die er gut machen kann.